Hallo ihr Lieben, ich spreche heute mit der Hebamme Anna-Maria über das Thema, wie du ganz einfach selber deine aktuelle Schwangerschaftswoche berechnen kannst. Ja. Wir zeigen dir unseren Schwangerschaftswochenrechner und warum es auch ganz wichtig ist, für dich zu wissen, in welcher Woche du gerade bist, erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Video. Den Schwangerschaftswochenrechner findet ihr in unserem Magazin babyartikel.de. Falls ihr das noch gar nicht kennt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Den passenden Beitrag dazu verlinken wir euch auch in der Infobox. Und im Magazin informieren wir euch über Themen rund um das Thema Baby, also vom Kinderwunsch, Schwangerschaft, Baby, Kleinkind. Findet ihr da hilfreiche Artikel und auch unterhaltsame Themen. Ja. Also viele verschiedene Blogartikel genau, eigentlich, oder? Ja. Von verschiedenen Autoren ja. auch, oder? Also es gibt Tipps, Empfehlungen von anderen Eltern, auch Erfahrungsberichte vom Alltag mit Baby. Ja. Dann geht es auch um Gesundheitsthemen, Behördliches, was ja auch wichtig zu wissen ist. Ja. Trends und wir vergleichen auch selber Produkte und testen die und zeigen euch dann eben, welches Produkt am besten für euch ist. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, wenn du jetzt deine aktuelle Schwangerschaftswoche ausrechnen möchtest, brauchst du eigentlich nur ein Datum dafür. Ja, genau. Und das ist der erste Tag deiner letzten Periode. Alternativ kann man auch im Schwangerschaftsrechner den Tag der Befruchtung eingeben, insofern du den weißt. Oder aber auch den berechneten Entbindungstermin, wenn das für dich schon klar ist. Dann zeigt er dir nämlich an, in welcher Woche du dich befindest und spuckt noch zusätzliche Informationen aus. Genau. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht. Ja, wir sind jetzt hier im babyartikel.de Magazin auf der Seite vom Schwangerschaftswochenrechner. Wenn ihr dann ein bisschen nach unten scrollt, dann findet ihr den Rechner auch gleich. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel, dass wir den Tag der letzten Periode wissen und geben den hier eben als Datum ein. Und dann können wir auch schon einfach auf Berechnen klicken und kommen dann eben zu der errechneten Schwangerschaftswoche. Das wäre jetzt hier zum Beispiel die sechste. Dann könnt ihr hier sehen, wann die nächste Schwangerschaftswoche beginnt. Das ist ja auch praktisch zu wissen. Dann, wenn wir ein bisschen weitergehen, können wir dann den Geburtstermin sehen, den errechneten. Das wäre jetzt zum Beispiel hier im Juli. Und wenn wir auch noch weiter zurückgehen, dann können wir auch noch sehen, wann die Befruchtung wahrscheinlich stattgefunden hat. Also super interessante Daten bekommt ihr da raus. Ja, wie viele Schwangerschaftswochen dauert denn eine Schwangerschaft? Ja, man sagt ja landläufig, eine Schwangerschaft dauert 9 Monate oder auch 280 Tage, also 10 Mondmonate oder aber auch 40 Schwangerschaftswochen. Mhm. Also 40 Schwangerschaftswochen dauert eine reguläre Schwangerschaft. Zumindest wird es so berechnet. Also dann noch wird der Entbindungstermin festgelegt. Tatsächlich spricht man aber von der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche bis zur 42 plus 0. Schwangerschaftswoche von einer regelrechten Schwangerschaftsdauer oder einem regelrechten Geburtszeitpunkt, besser gesagt. Und wenn das Kind vor der 37. Woche geboren wird, dann spricht man zum Beispiel von einem Frühgeborenen. Wenn es nach der 42. Schwangerschaftswoche geboren wird, spricht man von einer Übertragung. Man sagt zwar so, der Volksmund sagt zwar, ja, ich bin drüber, wenn ich jetzt die 40. Woche oder den Entbindungstermin überschritten habe. Tatsächlich aber aus fachlichen Terminus sagt man, dass man erst in der 42 plus 0. Schwangerschaftswoche übertragen ist. Genau. Mhm. Ja. Ja, im Schwangerschaftswochenrechner kann nämlich sein, dass euch angezeigt wird, zum Beispiel 30 plus 0. Ja. Was bedeutet das dann? Ja, genau. Das habe ich, hab ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Also halt eben dieses plus 0 heißt immer die Tage dazu. Mhm. Also wenn man sagt 30 plus 0, dann heißt es, du bist 30 volle Wochen in der Schwangerschaft. Mhm. Plus 0 Tage, also plus keinen Tag weiter. Okay. Wenn man so sagen würde, du bist zum Beispiel 30 volle Wochen und 2 Tage dazu, genau, dann befindest du dich bereits in der 31. Schwangerschaftswoche. Deswegen ist es so, wenn die erste Zahl ist immer die volle Zahl und wenn die Tage dazu kommen, in dieser Woche befindet man sich schon. Okay. Genau, also 30 plus 0 heißt, du bist in der 31. Schwangerschaftswoche. Genau. Aber es
bedeutet nicht, dass du schon 31 Wochen schwanger bist. Tatsächlich nämlich. Mhm. Aber wenn man es ganz genau nimmt, wird ja der Entbindungstermin anhand des ersten Tags deiner Periode berechnet. Mhm. Du bist ja aber erst ab Mitte deines Zyklus schwanger. Denn deine Befruchtung findet ja erst so circa um den 14. Zyklustag statt. Das heißt, erst da kommt es zur Vereinigung von Eizelle und Spermium und erst da entsteht wirklich das Kind. Das heißt, man nimmt einfach 2 Wochen mit dazu, wo man natürlich aber das Kind noch nicht wirklich austrägt. Aber ab diesem Zeitpunkt geht man halt aus, weil da halt sicher der letzte Tag der ersten Periode war. Und deswegen spricht man dann von diesem Schwangerschaftswochenzeitraum. Ja, in dem Magazinbeitrag von dem Schwangerschaftswochenrechner ist ganz unten auch noch ein Tool, wo ihr sehen könnt, wie groß das Baby in den einzelnen Wochen ist. Also verglichen mit Obst- und Gemüsesorten könnt ihr dann eben schauen, in welcher Woche ihr gerade seid und euch dann eben auch vorstellen, wie groß euer Baby in dem Moment ist. Ja, das ist ganz nett vielleicht, ja. Gell? Vor allem in der Zeit, wo es noch nicht so greifbar ist, ja. Wo man sich nicht so vorstellen kann, dass da wirklich ein Baby im Bauch ist, dann ist es vielleicht ein schönes Sinnbild. Ja, warum ist es denn als Schwangere wichtig zu wissen, in welcher Woche man sich aktuell befindet? Ja, also da gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Natürlich, um die Hebamme zu kontaktieren, um einen Gynäkologen aufzusuchen, mit dem man dann weitere Vorsorgeuntersuchungen auch vereinbart, die ja zu Beginn der Schwangerschaft alle 4 Wochen sind und zum Schluss dann alle 2 Wochen oder auch kürzer oder knapper, mit knapperen Abständen. Und natürlich darauf aufbauend, zum Beispiel verschiedene Ultraschalluntersuchungen stattfinden, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da werdet ihr aber dann jeweils informiert von eurem Arzt, aber auch so Sachen wie zum Beispiel den Mutterschutz oder einfach, wann ist der richtige Zeitpunkt, um dem Arbeitgeber über die Schwangerschaft zu informieren. Für all solche Sachen ist es gut, die Schwangerschaftswochen im Blick zu haben und natürlich auch, um ein bisschen vielleicht selbst für sich einzuschätzen, zu lernen, ob Beschwerden, die man hat, einfach nur normal sind oder ob das schon in übersteigertem Maße ist. Ja? Zum Beispiel Übelkeit. Übelkeit ist was Typisches für die ersten Wochen. Wenn das aber über das erste Trimenon darüber hinausgeht, was schon auch öfter mal vorkommt oder aber auch verstärkt bleibt, dann ist das natürlich aber jetzt nicht mehr normal und vielleicht kann man da was tun. Ja? Genauso zum Beispiel Wassereinlagerungen. Wassereinlagerungen ist etwas, das vermehrt gegen Ende der Schwangerschaft auftritt und da in manchen Fällen auch wirklich ganz normal oder auch physiologisch noch ist, also gar nicht bedenklich. Wenn das aber zum Beispiel schon sehr früh und sehr stark auftritt, dann muss man das anders einschätzen. Normalerweise, wie gesagt, ist es immer gut, sich da auch ein bisschen eine Beratung zu holen, entweder von einer Hebamme oder aber auch vom Arzt. Tatsächlich ist es aber immer auch von Vorteil, zumindest selbst ein bisschen ein Gefühl zu haben. Und dafür ist es gut zu wissen, in welcher Schwangerschaftswoche man sich befindet. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei, eure aktuelle Schwangerschaftswoche auszurechnen. Und wenn ihr irgendwelche Hebammenangebote braucht, schaut gerne mal bei mamalieb.de vorbei. Wir haben jetzt auch Live-Kurse, Geburtsvorbereitung, Rückbildung und auch Online-Hebammenberatungen. Seid immer willkommen oder auch auf Instagram bei mamalieb.geburt. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.